und Servus und keine Ahnung, wir machen hier so sowas, sowas Let's Playiges mit Tom Clancy's, wie heißt's? Das ist halt, Ghost nee, Recon genau. Wildlands mit dem Dumpfy-Mampfy Yay, ja, kann ich springen. und ich, Der das Panda. Panda. Ja, ich bin das weniger spektakuläre etwas. Er ist das, er muss wieder ausfällig werden und hier so extra, weißt du? Hallo, ich bin Assassine. Ja, du bist total unauffällig. Ja, guck mal, aber ich kann mich jetzt hier ins Gebüsch legen und dann sieht man mich nicht mehr. Ja, man sieht die Waffe vielleicht nicht mehr. Dich sieht man doch. Nee, ich bin ein Stein. Ja, dein Kopf ist auch ein Stein, ich glaub's gleich. Alter! So. Ja, sind zwar schon etwas weiter eigentlich im Spiel, aber dachten uns, fangen wir halt nochmal von vorne an, weil wegen, keine Ahnung. Oh, man kann rennen. Nein. Wir nehmen beide auf. Ja, Ich hoffe, wir haben Junge, genug Sprit. Bei ihm könnt ihr das wahrscheinlich auf Englisch sehen, bei mir sieht das auf Deutsch. Nee, ja, das Spiel auf Englisch. Ja. Aber ich rede auf Deutsch. Sonst verstehst du ja nichts. Wir können ja wohl komplette Aufnahme auf Dialekt machen. Saarländisch mache. Ja, ich saarländisch und du machst sächsisch. Ich hab doch keine Ahnung. Ey, verblüff ich noch immer. Ich hab keine Dialekte. Wie komisch, ich hab irgendwie alles. Wow. Entschuldigung! Wir müssen irgendwo darüber, 1,8 Kilometer. Ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Das ist gut, das ist immer boah. Achtung! Jo, keine Der Zivilisation stürzt dich springt vor das rein! Auto. Einmal mit So. Profi. Tja. Ding Möchten Dong! nicht getötet werden, aber sie springen dann erstmal einfach vor das Auto. Macht Sinn. Entschuldigung! Entschuldigung! Heißen fertig! Entschuldigung! Naja. Versicherung zahlt. Ja. Militär. Hallo? Nee, eigentlich sind wir ja gar nicht hier. Nee. Wir sind nur Touristen. Genau. In unserem Nakahava. Nakahava. Ja, Mann. Felsen schneiden. So, dann würde ich sagen. Panda ist der Experte für Stealth. Ich bin dafür zuständig, einfach reinzurennen. Ja, Checken wir nochmal aus. mit E. Halten. So wie man auch einsteigt. So, mach mal den da mal weg, würde ich sagen, wa? Attacke! Verschrecken wir das Schnicki, Ziel Schnicki, nicht. Schalt Schnicki. einfach drauf. Schnicki, was ist das? Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Erkennt Amarus Ja, Aufenthaltsort. Ich Escape. möchte meinen Sniper wieder haben. Mein Rifle. Ich lass mal die Drohne steigen. Schnicki, Ich mach sehe mal. eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine Eins, kleine Gruppe Feinde. zwei, drei. Der Tango ist hin. Der eine hat was gemerkt. Einer hat was gemerkt, der wurde gerade auf Dingsig. Nö. Die tun alle nur so. Hallo Schweinchen! So, dann können wir hier mal Fässer markieren. Bacon! Bleib stehen! Lass doch die armen Schweinchen in Ruhe, die können Ich auch hab nichts Hunger! dafür. Ja, als wenn du das Ding jetzt hier schlachten und grillen würdest. Ich würd's tun! Nein, tust du nicht. Wie Du gönnst du mir ein bisschen unauffälliges Spaß? Etwas. Ja! Ja. We are on a mission hier. Mission erfrischen. Ich mach jetzt hier einen auf Assassine. Ich kletter jetzt da hoch und springe auf den drauf. Abschuss Gut. bestätigt. Ups, tot. Oh, den Kollegen da vorne. Den müssen wir verhören. Da hinten im Häuselchen steht auch noch einer drin. Im Hinterstübchen. Wo geht denn der Typ hin, den wir verhören müssen? Keine Ahnung. Der im Haus? Nö. Das ist ein Zelt, glaube ich. Aber hinten dran steht auch noch einer, den wollte ich mir gerade holen. Drohne fliegt. Drohne steigen. Ja, wie steige ich? Der Onkel. Ach, da ist der Ich sehe Onkel. eine kleine Gruppe Tangos.
Ziel getroffen. Tötung beobachtet. Schnapp den Kollegen. Wo denn? Ah, der hat sich da ins Gebüsch gehechelt. Boing. Hören. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Radolio-Farm. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Oh, Jugendu. Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Was, wer? Der Folter nicht lange stand. Shit, und wenn sie ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Aber nicht eingetötet, Mann. Vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Feuer! Hast du bald einfach runtergeschossen? Ja, Mann. Was zu töten. Tango ist tot. Oh. Ja, das... wunderbar funktioniert. Hat doch auch funktioniert, sind alle tot. Ja, Absprache und so, wisst ihr? Los, das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Extra hier Q-Shot aktivieren. Was haben wir denn hier? Wenn wir Sachen zu markieren. Hallo, jemand da? Hack the Supplies. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Bei der Kirche. In da drin? Muni, die Muni, lass mich durch. Geht doch. Lass mich, Arzt. Die Sikarios haben den entflohenen Gefangenen in Kulta. Motorradfahren. Da kann ich doch nicht mitfahren. Muss man selber fahren. Moment, oh, da können wir wieder Wettrennen machen. Oh Gott. Hat die letzte Mal immer so gut funktioniert. Oh ja, ich weiß immer gar nicht, warum alle Leute sagen, Motorräder sind so viel besser in dem Spiel. Ich finde die irgendwie so viel beschissener, au. Weil... wow, Felsen! Das ist der Grund, warum ich normalerweise nicht fahre. Wow, ich fahre mal die Wand hoch, Kerzen gerade. Fast schon. Also ich finde, Autos steuern sich definitiv besser, auch wenn, wie gesagt, sehr viele Leute der Meinung sind, dass sie das nicht tun. Oh, oh Gott. Kann man Wasser fahren? Ich nehme die Abkürzung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, fahr rückwärts. Falsche Richtung. Bin unten angekommen, ich lebe noch. Hab ich das Mal nie geschafft. Hasse es. Motorrad zu fahren in diesem Spiel. Oh, brems. Ich glaube, die Motorradsteuerung wäre einfach im Controller. Wow, ist die gerade eine Bremse? Oh shit. Zumindest kann man da nicht so leicht umfahren. Oh, naja, ich schaff's trotzdem. Oh Gott, Hügel! Wow. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man das in echt machen würde mit dem Motorrad runterfahren, wäre es einfacher. Wahrscheinlich. Brems. Oh Gott, Felsen. Also eigentlich müsste das Motorrad schon in alle Einzelteile fliegen. Ah, das sind Superbikes, die können das. Ja. Und absteigen. Okay, ich hätte keine 100 Meter weiter fahren. Yay, lauter Fragezeichen auf der Straße! Wuhu! Drohne. Na, komm, flieg hoch. Eine Drohne fliegt nicht. Bin da! Ich sehe ein zweites Ziel. Markiere ein Tango, Einheimische in der Nähe. Mit dem sind's fünf. Der letzte? Gleich im Haus. Oh ne, da ist einer. Sieht jetzt immer noch so einen kleinen roten Punkt, das heißt, irgendwo ist noch einer. Auch die Drohne hält so wenig, das ist langweilig. Wenn wir Upgrades haben. Hm?
Aber wenn ich den aber abschieße, merkt man das. Pistich, du hast mich überhaupt nicht gesehen. Wenn wir jetzt bei Far Cry könnten wir so ein Schwein anschießen und es wird ganz kämpfzellig. Oh, du siehst mich nicht, du siehst. Ist hier noch einer? Und? Kann man das Auto da draußen vorbei aufhören vorbeizufahren? Ich bin gejagt, ich weiß nicht warum. Draußen Auto, oben auf der Straße. Der Tango ist hin. Hab einen. Ich hab was Produktives gemacht. Hab drei. Cheater. Vier. Darf ich eine Granate reinschmeißen? Nein. Kein Wunder, dass du über die Kills kriegst. Ich darf ja nichts machen. Fünf. Angeber. Einer ist noch irgendwo. Seit Tango ist tot. Ziel markiert, bald sein Umfeld im Auge. Hab einen. Holen wir mal den Typi da raus. Mehr Padre. Sind Sie Amaru? Ja, Amaru, komm. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Get your ass out of there. And into the... Haben Sie das immer noch nicht gefixt? So, ich sitze schon mal. Ich möchte gern... Geh doch mal... Ja, bleib mal gerade da stehen. Ich brauche Muni, du Pfosten. Einführung Helikopter. Okay. Halten Sie Schiff. Flieger ist der Panda. Ja, in dem Spiel kann ich nichts fliegen. Nicht so wie in Battlefield. Ja, von hier kommt jetzt eine Einblendung von Chase erster Flug aus Battlefield. Davon gibt es ein Video bei mir auf dem Channel. Ja, der ist so komplett anders wie der Flug. Zu ihren Freunden. Entonces Bacatalia da so einen Handel mit den Malditos Extranjeros geschlossen, diese Nacht. Klären Sie das unter sich. Das war der Steigen, ja wie? Zieh hoch, was? Nach vorne, nach vorne! Ja wie denn? Das andere vorne! Ja, hier ist Fliegen easy. Lieblingsfortbewegungsmittel in Wildlands. Helikopter. Battlefield ist Fliegen auch nicht anders. Viel anders. Naja, damals hatte ich schon irgendwie wirklich so Erfahrung mit Shootern, mit der Art. Die Shooter-Skills des Todes. I see a lila Helikopter. Das ist schön für den Helikopter. Darf ich überhaupt nicht schießen? Nein. Ich denke, jetzt das war's. Sind. Butterweich gelandet. Ja. Butterblume. Jetzt kriegen wir doch, glaube ich, gleich die Schnipper, oder? Lass mich nein! Nein! Video! Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht... Heißen die beiden Juri und Polito? Sie, Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swenny ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Sir, yes, sir. Wir drehen jeden Stein um, hat er gesagt. Könnt bei uns sogar hinhauen. Manchmal.
Abgeschlossen. Aufgepasst. Bowmans Datei zu Judy und Polito kommt rein. Gif, Kiste. Kiste? Kriegen wir noch nicht. Gif. Gif. Das ist die Info zu La Judy Kiste. Und Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Bowmans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich dein Hut. Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Mal, der sieht aus wie Walter White. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Juri und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. Juri und Polito. Darf ich jetzt aufmachen? Nö. War das nicht noch eine andere Mission? Ich hab keine Ahnung. Nee, das Video gucken wir uns nicht an. Wo muss man hin? Jetzt ist Free Play. Soll ich einen Timer umlaufen, wie lange wir schon aufnehmen? OBS halt unten. Ja, ich hab keinen zweiten Monitor. 16 Minuten. Das war eigentlich ein guter Abschluss für die erste Folge, oder nicht? Nee. Mal weitermachen? Ja. Okay, dann machen wir mal weiter. 16 Minuten, also kurz. Die ist so kurz. Map! Was haben wir denn? Gehen wir doch mal. Das hat jetzt mal schnell geklappt. Genau, ich kann ja auch mal die Map zeigen. Bei dem Gebiet, da haben wir jetzt die gelben Dinger. Da kriegen wir dann Nachforschungen. Major Intel. Ja, wichtige Aufklärungsdaten. Genau. Hier haben wir unbekannte Orte. Fliegen wir doch mal dahin. Wenn man jetzt ein bisschen rausscrollt, sieht man ganz viel Zeug. Die ganzen Bosse, die man alle töten muss. Bräuchte Hilfe. Stellen Sie durch. Hola, compadre. Ich habe ein Problem in Itaqua. Und Lila sind mich an dich böse Möpse. Meine Leute in Itaqua brauchen Hilfe. Es gab viele Verluste durch das Kartell. Und die Grauen von Yuri Ippolito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Lass stecken, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute brauchen diese Vorräte dringend. Könnt ihr ihn für uns überfallen? Schon erledigt. Gibt Katari uns jetzt Befehle? Steht da vorne. Katari braucht den Konvoi und er kriegt ihn von uns. Glaub, je mehr Ding er unsere Hilfe braucht, desto mehr können wir im Gegenzug verlangen. Nobody knows we're here. Hi. Zu den Verhören. Nee, mach mal. Okay. Dem redet, können wir uns auch so, was wir haben wollen. Nachschubüberfälle, Fertigkeitspunkte oder Rebellenoperationen. Fertigkeitspunkte. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also mal das da. Viel Glück. Jetzt seht ihr unten auf der Minimap ganz viele blaue Dinger. Yay! Ein viele Skillpoints. Unser Schub. Und ihn nochmal kurz mitnehmen, auch wenn sie fast voll ist. Meine Güte, ich und meine Koordination. Wo ist denn der Helikopter geparkt? Irgendwo da hinten. Da? Weil da hinten, da kommt er doch auf der Minimap. Da. Brauchst du eine piepende Fernbedienung? Wie gesagt, die lila Punkte sind so eine Art Elite. Besser gepanzert, mehr Schaden. Nervig. Holen ganz viel Nachschub, den man nicht haben möchte. Solange der Panda fliegt, gucken wir uns doch mal kurz den Skillbaum an. Pro. Gehen wir doch mal einen Skillpunkt holen. Mal Nachtsicht. Erstmal die Batterie ein bisschen aufladen. So, stimmt. Ich habe auch Skillpoints. Drone, Battery, yes. Körper, Trupp, Wellenunterstützung. Range und die Batterie aufgedings. Nehmen wir mal noch stabiles Zielen eins mit, wir kriegen bald einen Schnipper. Endlich. Oh, wir sind schon fast da. Das ist das Schöne bei dem Spiel. Wir werden gesehen, wir sind beschossen. Von da dahin. Hey! Einfach
Wo denn? Ja, irgendwo da drüben. Ich will nur da oben den Skillpunkt haben. Mann. Immer müssen die rumstressen. Ja, Mann. Lass mich durch. Klettern. Demanda. Das Zitrone rausholen. Ich erkenne eine kleine Gruppe von Ena. Ich sehe eine kleine Gruppe. Ich will von irgendwas gesehen. Da unten. Tango getroffen. Du siehst mich. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Ist ein schönes Souvenir. Auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Okay, das ist cool. Das ist schön. Hab einen. Mehr sind da auch. Nein, nimm doch den Skillpoint. Können entweder da hoch und dann hier da oben holen. Da drin aufholen. Gucken wir doch mal, was da drin läuft. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Da kommt einer angerannt. Amok Nachschublager 2 kommen angerannt. Tango getroffen. Vorrede. Da kommt man nicht rein. Wie holt man die Drohne raus? X, ne? So, ja, Y. Ding Dong! Der Service. Pizza. Taggen wir das da nun? Voll? Und Mann. Munina klein. Der Heli hat Bum-Bums. Der hat Point. Mal Stable Aim. Bisschen besser aimen. Oh, ich nehme den Skill den Fallschirm. Was soll das jetzt bedeuten? Sicherheit und so. Was sollten wir machen? Den Konvoi? Ach, das war eine gelbe Mission. Oder? Ja, der Konvoi fährt ganz da unten. Story Mission. Grüner Konvoi mit 5000 Nahrung. Oh mein Gott! Ja, aber das macht Aua. Du hast Miniguns. I know. Wir können ja mal testen. Schmeiß Granaten rein. Wahrscheinlich schmeiß ich Granaten in den Rotor rein. Ja, lass das mal. Ich glaube, es kommt nicht so gut. Können wir überhaupt da noch? Steht da unten. Granate! Feuer frei! Oh mein Gott, warte mal schneller nach! Hab was? Kannst du das Geschütz ausschalten? Weiß ich nicht, ich versuch gerade auf das Ding da vorne zu schießen. Okay, kannst runter vielleicht? Hack mal das Ding. Der ist da hinten. Was? Muss den Truck taggen. Der brennt. Ich kann nichts mehr machen an dem doch. Ich geh drauf, mach den Dinger kaputt. Gesichert. Melden wir den Rebellen den Standort. Oh, Rakanade, wo bist du? In der Luft.
Hast du mich zurückgelassen? Ich hau ab. Oh Gott, nein. Bist du am Rauchen da drin? Ja. Rülps. Ich hab auch eine Unidad Patrol am Arsch. Na schön. Dann lass mich, nein, komisch runter. Jetzt bin ich drin. That's how it's done. Not this is how we do it. Der Heli gibt komische Geräusche von sich. Ja, der ist auch so ein bisschen am Brennen. Echt? Vielleicht. Ja, aber nur vielleicht. Also ich kann mehr Wolken erzeugen wie der. Ja. Meine sind schön weiß. Wo sind unsere Lager da? Stell mal das Ding noch mal ab. So. Tut, tut. Pause. Glaube. Parken ist eine gute Idee. So. Jetzt sind wir fast bei einer halben Stunde. Ich denke, das reicht dann auch. Hey. Mit einem qualmenden Heli zum Abschluss. Sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Beenden wir uns in der nächsten Folge vielleicht wieder. Nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.